Moin, heute sind wir vom Kapitän auf die Alexander von Humboldt II eingeladen und er wird uns das Schiff zeigen. Moin, Kapitän. Moin. Dürfen wir an Bord kommen? Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke, dass du uns an Bord der Alex II empfängst. Es freut mich, dass ihr da seid. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Ralf Gütlein. Ich bin zurzeit Kapitän der Alex II. Wir sind ein deutsches Segelschulschiff, eine Bark mit Heimathafen Bremerhaven. Ja, und wenn ich dir das Schiff zeigen darf? Sehr gerne. Dann gehen wir jetzt mal auf die Poop. Von da haben wir einen guten Überblick. Lass uns starten. Bitteschön. So, Ralf, jetzt sind wir hier auf dem Vorschiff, oder? Ja. Denke ich. Und was sehen wir hier? Hier ist ja eine Menge los. Das ist das Vorschiff, die sogenannte Bak. Es gibt zweimal Bak an Bord. Einmal da, wo wir jetzt sind. Ja. Und einmal in der Messe der Tisch. Deswegen Backschaft. Okay, das Backschaft wird nicht auf dem Vorschiff gemacht. Ja, hier haben wir erstmal die Hauptglocke. Wir haben ja vorhin an der kleinen Glocke geglast. Diese ist also die Antwortglocke. Die klingt auch ein bisschen schöner. Das ist wirklich ein schöner Klang. Die Glocke, die Schiffsglocke, wird immer von der Werft mitgeliefert. Okay. Das heißt, das hat ihr Schiff ist auch vorgeschrieben, sie muss auch hier sein, weil sie ein Ankersignal ist. Also steht in den Regeln drin, dass wir bei Nebel mit der Schiffsglocke Ankersignal geben müssen. Und hier haben wir eine der wichtigsten Einrichtungen. Neben den Festmacherpollern, ja, wo das Schiff mit festgebunden ist, wie man sieht, ist dies die Ankerwinde. Wir haben zwei Anker, ja, die hängen da vorne unten aus dem Vorschiff hinaus und hiermit werden sie runtergelassen und wieder aufgehievt. Und hier sieht man die Ankerketten. Oh, die ist schon beeindruckend. Und wenn diese Ankerkette dich beeindruckt, dann bin ich sehr zufrieden. Die sind so die Kettenglieder. Ja. Und es gibt solche Kettenglieder. Oha. Und das wird von Hand bedient auch? Das ist hier der Umschalter, wo von Hieven auf Geben umgeschaltet wird. Und dann wird mit dem Rad die Bremse losgemacht, aber ja, und Rauschen tut sie von alleine. Es ist interessant zu wissen, dass der Anker nicht das Schiff hält. Der Anker dient nur dazu, die Kette aus dem Schiff rauszuziehen. Okay. Also die Kette ist ungefähr 8-mal schwerer als der Anker. 8 bis 10-mal, je nachdem, wie wir mal rausstecken. Ja. Und die Kette gräbt sich ein und hält das Schiff fest. Der Anker ist nur dazu da, sich festzuhalten und dann den Anker, die Kette rauszuziehen, weil die will nicht von alleine raus. Ist ja auch nass draus, mag sie nicht. Und dann haben wir hier unten natürlich einen Elektromotor, um das Ganze wieder reinzuholen. Früher hat man das damit gemacht, mit dem sogenannten Gangspill. Ja. Da kommen dann Holzflöcke hier rein. Ah, das habe ich schon mal gesehen. Genau, ja. Und dann kommen da Matrosen dran und dann wird Shanties gesungen. Nicht? Damit dieser Rhythmus stimmt. Denn die mussten viel, viel, viel kurbeln, um was zu bewegen. Wenn du einen Anker hochholen wolltest, musstest du gestern anfangen, weil er morgen drin sein soll. Also die haben da ewig gekurbelt. Ja, und hier haben wir auch, das ist ja schön zu sehen, unsere Vorsegel. Das ist immer ein Manöver, die werden auch vor Auslaufen klar gemacht. Und dann gehen sie in einer gewissen Reihenfolge, je nach Wind und Windrichtung, nach oben. Das sind ganz wichtige Segel. Sie dienen weniger zum Vortrieb als zum Steuern des Schiffes. Okay. Weil ein Rahsegler, wie alle anderen Segler, für gewöhnlich luftgierig ist. Das heißt, er möchte immer in den Wind drehen. Ja. Und deswegen haben wir so eine lange Stange, den Klüverbaum. Okay. Um vor dem Drehpunkt des Schiffes Druck zu erzeugen, was das Schiff wieder nach Leer rüberdrückt. Also wenn man auf der langen Reise ist, du fährst 14 Tage geradeaus über den Atlantik, über den Pazifik und du weißt, dieser Kurs wird in dem Wind gehalten werden. Dann wird hinterher das Ruder auf Mittschiff festgebunden und mit den Segeln das Schiff austariert, dass es geradeaus läuft. Ach, guck. Weil jeder Ruderwinkel kostet dich Geschwindigkeit.